Das Grab von Henry Avery. Schöne Kathedrale. Kein Ort für einen Schatz, oder? Irgendwie nicht. Als Avery hier angekommen ist, war der Ort bereits verlassen. Das stimmt wohl. Und bei dem hohen Kopfgeld auf ihn hat er sich hier versteckt. Und, was war zwischen Rafe und dir? Ich kam nicht mit ihm klar. Er hatte bestimmt auch genug von mir. Ich musste deinen Tod verarbeiten und er war frustriert, dass er den Schatz nicht fand. Naja, als ich fort bin, hätte er mich wohl am liebsten umgelegt. Tja. Überleg mal, was er dir jetzt antun will. Ja, lieber nicht. Sam, hör zu. Er ist skrupellos. Noch schlimmer, als er es im Team mit uns schon war. Ich kenne Geschichten. Glaub mir, ich auch. Noch ein Grund, warum ich kein schlechtes Gewissen habe. Das ist tief. Ja, so. Oh, Scheiße, Nathan! Schon klar, wir müssen irgendwie nach da hinten hin. Geschafft. Was sollte halten? Was haben wir denn hier? Was ist denn das? Ausgrabungsausrüstung. Schorlein? Was? Da. Ich dachte, die wären an der Kathedrale. Ah, Scheiße, runter! Und noch ein, komm. Bam. Okay, alles okay. Ja, sehr erfreut, Schorlein. Die haben uns wohl erwartet. Und die suchen fernab der Kathedrale. Weshalb wir zu diesem Friedhof müssen, sofort. Ganz genau. Warum habt ihr nicht die Kathedrale gesucht? Ja, das haben wir. Ein bisschen, aber... Der Ort ist riesig. Wenn man nicht weiß, wo, ist das die Nadel im Heuhaufen. Oder der Sprengsatz im Heuhaufen. Oder der Sprengsatz. Was ist das hier? Die Mönche hatten mehrere Wohnquartiere. Das größte natürlich beim Friedhof. Tja, zentral gelegen. Mehr Schorlein-Ausrüstung. Wenigstens keine Schorleiner. Na, wollen wir wetten? Yep, Dynamit. Hey, sei vorsichtig damit, ja? Hey, die Tür ist offen. Das war laut. Hoffentlich haben die nichts gehört. Hoffentlich ist das in den Explosionen untergegangen. Sieh mal, da ist ein Weg durchs Dach. Das ist zu hoch für eine Räuberleiter. Versuchen wir was zum Aufklettern. Ja. Dann suchen wir mal. Hey,
Damit können wir rausklettern. Und weiter. Na, ich denke, es war nicht richtig. Ich habe eine Idee. Just saying. Sehr gut. Ich habe in den letzten Jahren einiges in die Luft gejagt. Das kann man wohl so sagen. Das entspricht der Realität. Komm schon. Meine Güte. Wieso sie nur voranbringen? Das hätte böse enden können. Ja, verschwinden wir, bevor jemand nach denen sucht. So, los. Auf geht's. Sehr schön. Hab es. Wow, Vorsicht. Ganz ruhig. Ich benutze den Haken. Kurz nochmal einmal schwingen. Okay, meinst du schaffst das? Was willst du denn? Von mir hast du das gelernt. Schön, dann. Das stimmt auch. So. Siehst du? Ziemlich tollpatschig. Shit, da wollte ich was ausprobieren. Nicht ganz geklappt, aber gut.
Sehr gut. Sam, die Leiter da, ich komm nicht an. Okay, warte, ich komm rüber. Sam? Sam? Oh, du, der hängt da die ganze Zeit. Endlich, Jungs. Da ist er. Der Schlafraum der Mönche. Nur ein paar Katzensprünge entfernt. Sag doch sowas. Runter geht's. Das brennt. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Man folgt dem Ruf des Geldes. Eiskalt. Wird noch kälter. Ich muss pinkeln. Bring unserem jungen Rekruten noch was bei. Wie ging es weiter? Hat er die Revolte beendet? Dank uns konnte er sie eindämmen. Aber als das Geld ausging, hatten wir keinen Grund mehr dort zu bleiben. Oberst? Hat die Nacht nicht überlebt. Gut gemacht. Eiskalte Hunde. Wie sagt Nadine? Geschäft ist Geschäft. Sache Action. Ich hätte Lust auf einen schönen Putsch. Wem sagst du das? Nice, Freunde. Versuchen wir so weiterzumachen. Habt ihr den Ort vorbereitet? Friedhof ist bereit für den reichen Kerl. Die lassen nicht 2, 4. Ergebnisse, und zwar gestern. Irgendwas gefunden? Wir haben wohl etwas entdeckt. Genaueres weiß ich nicht. Oh shit. Ein Spezzotti, Kaliber 12, natürlich. Ho, mein Freund. Komm mal her. Oh!